Damen und Herren, hier sind wir wieder. Humpes der Talk. Meine Gäste heute: Anne Donath, die Frau, die ohne Strom lebt, und Dr. Rainer Lächele, Firmenhistoriker und Kurator der TWS-Ausstellung hier in Ravensburg. Aber erst einmal vielen Dank. Sigis Band, wie immer dabei. Frau Donath, noch mal ein bisschen zu Ihrem Leben. Es war ein bisschen schwierig, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Warum? Weil, ja, ich hatte Ihre Adresse nicht und im Telefonbuch stehen Sie nicht, Telefon haben Sie nicht, E-Mail wird auch nur mit Strom funktionieren. Haben Sie häufiger so die Situation, dass Sie jemand erreichen will und Sie nicht erreicht? Kommt schon mal vor. Also ein Beispiel war, dass eine alte Nachbarin, die also schon mit dem Rollator unterwegs war, eines Tages vor meinem Grundstück stand und gesagt hat, sie solle dringend beim Fernseher anrufen, da ist Nummer, kommen Sie mit. Also die finden dann schon die Wege über die Nachbarschaft, da wird gegoogelt und ja. Ja, ich habe es dann auch über den Ortsvorsteher gemacht. Ja. Der hat mir dann Ihre Adresse, also Sie sind da offensichtlich bekannt, ja. Der hat mir Ihre Adresse dann besorgt und Sie haben mir dann auch per Postkarte eben geantwortet. Das geht flott, also innerhalb von, 14, ja. Von 24 Stunden haben Sie dann sicher Antwort, ja. Ja, das hat auch letztlich dann geklappt. Aber so ein Computer oder das Internet hat ja auch noch andere Vorteile. So eine gewisse Sehnsucht, also diese Vorteile zu nutzen, die haben Sie nicht. Also wenn ich mal Bedürfnis damit hätte, also dann kann ich jederzeit ein Internetcafé besuchen, eine Stadtbücherei. Das machen Sie dann auch. Wenn ich das mal wollte, also ungefähr in 3 Jahren einmal, nur so, damit man weiß, wie oft das vorkommt. Und ansonsten, der Vertreter in meiner Familie, der sowas exzessiv nutzt, ist meine Mutter und die wird jetzt 90. Gut, das ist andere Extrem dann. Wie informieren Sie sich zum Beispiel über... Ich höre ganz viel Radio. Radio? SWR2 und DRS2. Brauchen Sie dann die auch Strom? Oder? Ja, Batterie. Das Radio ist ungefähr so groß. Okay. Ja. Hat aber einen guten Klang. Ja. Aber das nutze ich auch fast exzessiv, muss man sagen. Ja. Und ab und zu eine Wochenzeitung, eine gute. Ja. Herr Dr. Lächele, könnten Sie sich für Ihre Arbeit, könnten Sie sich vorstellen, ohne Computer, ohne Internet zu arbeiten? Das ist eine Frage, die Ihre Antwort wohl schon in sich trägt. Okay. Ich denke, wir als Firma mit unseren 10 Leuten, die jetzt dabei sind, wir könnten das gar nicht machen. Wir sind an 3 Standorten, wir müssen Bilder übermitteln, wir arbeiten online zusammen an verschiedenen Projekten. Das könnte man sich nicht einmal mit der Situation vor 25 Jahren vorstellen. Erzählen Sie mir ein bisschen was auch zu dieser Arbeit als Firmenhistoriker. Kommen die Unternehmen zu Ihnen und sagen, also wir haben hier Material, das ist noch nicht aufbereitet, oder haben Sie irgendwie den Ansatz, also das scheint mir eine interessante Firma zu sein, werden Sie da selber aktiv oder wie läuft das Geschäft? Also ich sage das mal so, die guten Unternehmen, die kommen immer wieder auf uns zu, die hören von uns. Gut, Firmenhistoriker, das ist nicht so eine sehr häufige Profession und diesen Beruf gibt es auch noch nicht so lange. Wir sprechen aber auch Firmen an, von denen wir wissen, dass ein Jubiläum ansteht oder dass sie was feiern wollen, dass ein Archiv aufzubauen ist. Da gehen wir dann schon ein Stück weit auch auf die Unternehmen zu. Aber wir haben schon einen ganz guten Stamm an Unternehmen, mit denen wir immer wieder dann zusammenarbeiten. Und dann bereiten Sie einfach die Chronik des Unternehmens auf oder machen Sie ähnliche Ausstellungen wie hier zusammen mit der TWS oder wie läuft das ab? Das läuft so ab, dass wir immer erstmal in den Keller gehen bei den Firmen, gucken, nicht ob er aufgeräumt ist oder nicht, sondern wir gucken, ob noch was da ist, ob historische Quellen vorhanden sind, alte Bilder, alte Unterlagen. Dann entwickeln wir ein Konzept und dann schlagen wir der Firma vor, wir können doch mal eine Ausstellung machen oder ein schönes Buch, wenn ihr das wollt, oder auch eine Ausstellung im Internet. Das ist eine Sache, die jetzt immer mehr kommt. Es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, solche Dinge dann auch zu präsentieren. Und die Unternehmen sind dann bereit, das auch zu bezahlen und dafür Geld auszugeben? Die Unternehmen begreifen es mehr und mehr auch als Chance, eine gewisse Individualität auch zu zeigen. Viele Versorgungsunternehmen haben ja alle denselben Strom, dasselbe Gas. Der Strom hat ja auch keine Farbe, wie wir inzwischen wissen.
Und da ist die Geschichte, denke ich, eine ganz gute Möglichkeit zu zeigen, warum man gerade an diesem Ort, in dieser Region, so lange Kontinuität bieten kann, so lange erfolgreich ist. Frau Donat, wir haben das Geld angesprochen. Auch bei Ihnen spreche ich mal das Geld an. Mit wie viel Geld im Monat kommen Sie aus? Also zur Verfügung habe ich als Rente netto gute 700 Euro. Und das wäre im Normalfall doch recht dürftig, würde ich jetzt sagen, wenn jemand davon noch Miete bezahlen muss, Telefon, Stromrechnung, dann hat er schon ein bisschen zu rechnen und zu knabbern. Und wenn ich 700 Euro zur Verfügung habe, dann heißt das, ich gebe jeden Tag, wenn ich möchte, 10 Euro aus, um Lebensmittel zu kaufen. Und ich mache das dann tatsächlich auch buchhalterisch möglichst einfach, indem ich sage, ich hole mir einmal im Monat 30 Scheine à 10 Euro. Das sind die, die ich so jeden Tag mir ins Portemonnaie nehme. Und der Rest ist dann für bestimmte Vorhaben. Ob ich meinetwegen was weglege, weil ich einmal im Monat meine Enkelkinder besuche, als Beispiel, dafür brauche ich Reisekosten. Oder wenn ich irgendwas anschaffe, wenn ich wieder so einen Wurm im Kopf habe, dass ich eine neue Flöte brauche oder so, dann muss ich sparen und dann ist das immer bald weggelegt davon. Und Ihr kleines Häuschen haben Sie gekauft? Das ich habe es bauen lassen. Bauen lassen? Ja, ja, das stand also nicht da, die Wiese war leer. Ja. Aber das müssen Sie auch irgendwie finanziert haben. Das haben Sie ja in der Zeit, als Sie noch berufstätig waren, finanziert. Genau, okay. Also ich mit 45 habe ich dieses Grundstück dann erstanden, Bargeld übrig hatte ich keins. Das Einzige war, dass ich mein Auto verkauft habe. Das war meine einzige Investition, die schon vorhanden war. Und dann habe ich bei der Bank damals, wenn man es in Euro umrechnet, 70.000 Euro aufgenommen und habe die in 7 Jahren abgezahlt. Und das hieß, damals gab es noch die 10E-Abschreibung. Und die hat mir also genau in dieser Zeit wieder meine Zinsen reingebracht, die ich der Bank geben musste. Ich habe also definitiv für diese Hütte nicht mehr bezahlt, als das, was ich bei der Bank aufgenommen habe damals. Also ohne Zinsen im Prinzip, ja. Würden Sie sagen, Sie sind ein Vorbild? Ich würde sagen, ich bin jetzt reich. Mhm. Ich habe eine Immobilie, die schuldenfrei ist. Und da das Leben so eingerichtet ist, dass ich mit wenig Geld auskomme, denke ich, bin ich wohlhabend. So sehe ich das. Danke. Zum Abschluss, was ist nach TWS, was ist das nächste größere Projekt, was Sie in der Planung haben? Das nächste Projekt, das wir entwickeln, ist die Geschichte einer Papierfabrik, die sage und schreibe 400 Jahre alt wird im nächsten Jahr und vom ersten Tag bis heute Papier produziert hat. Finde ich eine ganz beeindruckende Geschichte. Dann sagen Sie noch, wie die Papierfabrik heißt. Früher hieß sie Papierfabrik Unter Kochen, heute gehört sie einem schwedischen Konzern, der Munksjö heißt. Okay. Frau Donat, Dr. Lee, vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Meine Damen und Herren, das war es schon wieder. Hump ist der Talk. In 2 Wochen ist mein Kollege Stefan Kühlein wieder für Sie da. Schalten Sie bitte wieder ein. Danke.